Herzlich willkommen zum Neumond im Löwe Energy Update. Und wir haben jetzt im Moment eine total schöne Energie, manchmal ein bisschen schwierig. Ich habe schon hineingespürt und spüre immer noch hinein. Was war jetzt, also gestern war der 15. Ich habe jetzt extra ein bisschen abgewartet. Wir haben gerade 3.10 Uhr in der Früh, meine Geburtsstunde, da bin ich aufgestanden, haben wir gedacht, so und jetzt mache ich das, weil ich habe einen Wecker auf 6.30 Uhr gestellt gehabt, haben wir gedacht, nein, ich mache es jetzt. Und gut war's, gut ist es, weil die Energie einfach gerade ganz, ganz klar kommt. Und das, was kommt, ist so dieses von der 15 mitgebracht, dieses sich noch einmal erlauben, aus seinen alten Strukturen, und das sehen wir auch da jetzt wieder, aus seinen alten Strukturen auszusteigen, sich von Abhängigkeiten einmal klar werden zu lassen und dort dann ganz klar zu sagen, okay, nein, das will ich gar nicht mehr, ich lasse mich jetzt auf mich ein. Und das war so ein Prozess, wo dann angefangen hat, gleichzeitig auch das Herz so ein bisschen weh zu tun, der ganze Bereich hier vorne, Lunge, Herz, also da war einfach auch eine Angst mit drinnen, ja, das wirklich loszulassen, mich wirklich nach dem Neuen auszurichten. Und gleichzeitig war das aber auch eine sehr, sehr, oder ist eine sehr, sehr transformierende, ein sehr, sehr transformierender Schmerz, der sich anfühlt wie so ein Wachstumsprozess, wie so ein Aufbrechen aus der Mitte heraus, wie so eine, ja, wie eine Lotusblume oder wie so ein Wachstumsprozess, ja, wie ein Baum, der sich ausstreckt, wie eine morsch gewordene Kruste, die sich ablegt, die abbricht, die weggeht, wo etwas Neues entstehen kann. Und genauso fühlt sich das an. Und das ist, wenn man sich auf den Schmerz jetzt einlässt, ein schmerzhafter Prozess. Wenn man sich aber auf die Freude einlässt, was kommt? Ein sehr freudvoller Prozess, der auch währenddessen schon sehr leicht wird. Also ich habe auch geprüft, wenn ich hineingegangen bin, was passiert, wenn ich mich jetzt auf den Schmerz konzentriere, dann ist es schwerer geworden. Ist trotzdem, hat sich gezeigt, das ist wie ein Wachstum und wie ein, aber das war einfach noch, es war fester. Und wenn ich mir die Freude hineingeholt habe und durchfließen habe lassen und geschaut habe, okay, was passiert, wenn ich das mit Elan, mit Vorfreude fülle, wenn ich mir denke, dass das wirklich dieser, wenn ich dieses Wachstum im Fokus habe, wenn ich sage, das ist es, was ich will, auch, dass mein Herz hier expandiert, dass wirklich sich so diese alten Strukturen lösen und etwas weitergeht, und da wurde sofort das Gefühl leichter. Deswegen empfehle ich dir das an der Stelle jetzt auch, dieses, ja, umzudrehen vielleicht, wenn da noch ein bisschen der Fokus auf der Schwere ist und wirklich zu sagen, wo ich hin möchte. Und tatsächlich ist das auch die Neumondenergie jetzt im Löwen, dieses, wo will ich hin? Ich habe auch vorher jetzt schon einmal gefragt, was ist so dieses, ja, wo will ich hin? Also innerlich, ja, was möchte ich überhaupt? Ja, gib deinem System einen Fokus, gib deinem System eine Richtung an, damit es dort auch in diese Richtung wachsen kann. Ja, sag deinem System, wo es jetzt hingehen darf. Nicht, lass es nicht alleine jetzt in diesem Prozess so gesehen, wo es einfach wächst und dann so flatterig wird, weil es nicht weiß, wohin. Ja, und das Alte ist ja dann nicht mehr, da gibt es nichts mehr zum Festhalten. Das heißt, das ist dann so wie ein unsicherer Pfad. Ja. Gib dem eine Richtung, schau mal, was dir Freude macht, schau mal, was du erleben willst, schau mal, wo du jetzt wirklich gerne deine Schritte hingehen würdest. Du musst jetzt nicht einen genauen Fahrplan haben, aber eine Richtung. Gib deinem System eine Richtung, wohin es wachsen darf. Was möchtest du denn erleben grundsätzlich einmal? Ja, ob das jetzt schon geht oder nicht, das sei mal dahingestellt. Lass einmal den Weg als Weg auch da sein. Ja, aber wonach möchtest du, welche Richtung möchtest du deinem System weisen? Das ist der Punkt. Ja? Welche Richtung möchtest du deinem System weisen, dass es sich eine Halterung finden kann? Ja? Umso klarer deine Visionen sind, natürlich umso klarer hast du schon die Halterungen im Vorne, die dich im Hier und Jetzt unterstützen und nach vorne hin ausrichten, ganz klar. Aber auch wenn du das noch nicht hast, dann ist es nicht so, dass es dieses Thema und das Problem, viele Menschen, habe ich jetzt mitbekommen, machen sich oft fertig darüber, weil sie noch keine klare Vision haben, weil sie noch nicht wissen, was so ihre Mission ist auf der Erde, was sie eigentlich erreichen wollen. Ja? Geh Schritte zurück, mach dich da nicht kaputt, fertig oder wirr damit, sondern überleg dir einfach mal, was könnte sich gut anfühlen, was könnte sich erleichternd anfühlen, was könnte sich so anfühlen, dass es mir auch etwas bringt, auch wenn ich nicht genau weiß, das sind meine Hobbys, das sind meine Dinge und das ist jenes, sondern was weißt du auch schon, was sich gut anfühlt, oder
auch, dass ich sage zum Beispiel, ich möchte jetzt ausgerichtet sein auf Dinge, die mir gut tun. Ich möchte mein Feld aufmachen und dorthin gehen, dass ich neue Leute kennenlerne, dass ich dieses und jenes, also auch wenn es noch nicht da ist und auch wenn das etwas ist, was dann passiert in der Aktion, ist es richtungweisend. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Also wirklich diese Ausrichtung gibt deinem System einen Fokus, damit es dorthin wachsen kann, weil sonst wird es hier ängstlich, weil es zwar wächst und weil was passiert, aber weil es nicht weiß, wohin darf es jetzt seine Richtung lenken. Ja, das war ein ganz ein wichtiger Punkt, damit dieser Neuanfang tatsächlich mit einem Lächeln passieren kann. Wunderschön, ja, also das war so diese Botschaft. Ich habe hier, du siehst es auf der Seite, habe ich jetzt und hier habe ich auch die Sternzeichen gelegt. Das heißt, am Schluss werde ich euch den Impuls auch geben. Und jetzt schauen wir uns aber hier an, was diese Neumondenergie, was dieses Energy Update jetzt mitbringt. Und es sind schon zweimal die Störche geflogen und das ist einfach so dieser wichtige Punkt, dieser Neubeginn, diese positive Wende, das, was jetzt einfach an Gewicht gewinnt. Und das ist hier auch wirklich die 11.11.22, also auch hier wieder die Feier des Lebens, die Stabilität. Und da haben wir zwei Personen, die sich wirklich auch die Hand schon reichen auf einen Haus, wo die Führung eingeleitet ist. Das heißt, man trifft sich hier auch schon. Es kommt zu Vereinigungen einfach. Das heißt jetzt nicht 11.11.22, nur die Zwillingsflammen, das meine ich damit nicht, sondern generell, man trifft sich, ja, Gleichgesinnte. Man geht in die Freude des Lebens wieder ein. Man genießt noch den Restsommer. Man baut noch mit der Energie auf, dass man dann den Winter gut überstehen kann, nicht weil der Winter so schlimm ist, sondern weil wir einfach so diesen Zyklus haben. Der Winter ist immer so ein Zyklus des Rückzugs, dann wieder, um sich vorzubereiten, auch mit der Kraft für das nächste Jahr und auch noch so Altes abzuschließen. So fühlt sich das zumindest bei mir immer an. Und da gilt es jetzt darum, jetzt noch dieses, ja, die Feier, das Rausgehen, das warme Wetter zu genießen, schwimmen zu gehen, schöne Gespräche draußen, das können wir im Winter nicht mehr so gut zumindest machen, sind wir immer eingepackt in 100.000 Sachen. Und jetzt können wir wirklich noch gemütlich draußen sitzen, beisammen sitzen, die Sonne genießen oder einen lauen Sommerabend. Und das ist gemeint, einfach wieder dieses Zusammenfinden mit Menschen, die einen gut tun. Und wenn ich keine Menschen um mich herum habe und mich noch einsam fühle, vielleicht einfach mehr rausgehen, spazieren gehen und vielleicht auch den ein oder anderen Schritt mich überwinden, dass ich wieder in Kontakt mit Menschen gehen kann auch. Ja, also hier ist wirklich die positive Wende mit dem Storch auch drinnen, der jetzt wieder von Erneuerung, von Expansion, von ja, Aufmachen spricht. Und wir haben auch hier der Fuchs. Ich habe jetzt extra die Ringe auch angelegt mit dem Fuchs. Und tatsächlich hier unten hat sich der Fuchs dann auch nochmal vorgeschoben. Ja, dieses Hinschauen, wo du dich noch klein machst, wo du noch Sehnsüchte hast, wo du dich noch zurückhältst, wo du in dir selbst nachschauen darfst. Wer bist du überhaupt? Wer bist du überhaupt? Was macht dich aus? Was sind so deine Interessen? Auf was wartest du denn überhaupt auch, ja? Und vergiss mal nicht, wie schön du bist und vergiss mal nicht, wie wertvoll du bist und wie großartig du bist und was du alles schon mitgebracht hast. Wir haben alle unsere besonderen Fähigkeiten und Gaben und da geht es auch darum, mal hinzusehen. Und wir haben immer zwei Seiten. Die eine ist der größte Schmerz und die andere Seite ist das, was wir als selbstverständlich bei uns ansehen in unserem System. Und auch da kommt der Storch und bringt dir wieder Leichtigkeit mit. Der hat jetzt die Flügel nicht auf, sondern der setzt sich. Der kommt an. Das heißt, hier ist die positive Veränderung, in dir selbst anzukommen, dich anzunehmen als die wunderschöne Person, die du in Wahrheit bereits bist, auch wenn du vielleicht manchmal nicht so nett mit dir umgegangen bist, dir Sorgen gemacht hast oder zu ungeduldig warst mit dir in deinen Entwicklungsprozessen oder geglaubt hast, du bist nicht richtig, du bist nichts wert, du bist nicht gut genug, was auch immer. Die meisten, die hierher finden, haben ja schon das Gefühl, sie wissen schon, sie sind was wert, aber sie wissen oft noch nicht ganz, wie sie ihrem System die Richtung weisen können, wie sie die nächsten Schritte einleiten, damit es wieder weitergeht, auch spürbar, ja, dass es wirklich so in diese Umsetzungskraft geht. Da lade ich dich sehr, sehr herzlich ein, noch einmal meine Webseite, hier hast du auf dem Link, hast du, ist zwar kein klickbarer Link, aber ja, kannst du ja im Internet schauen, www.derwegzudir jeweils mit -.at und ja, da einfach mal dich inspirieren lassen und einmal schauen, was es da so alles gibt und melde dich einfach bei mir. Geh mit mir mal ins Gespräch. Wo willst du überhaupt hin? Ja, wie oft wissen wir nicht, dass wir wohin wollen oder wo wir genau hin wollen, sondern merken nur, da ist irgendwas. Und ich sagte, ich bin auch nicht immer allein mit meinen Sachen. Ich gehe sehr, sehr gerne mit Menschen. Ja, das heißt, auch da einfach mal hinspüren, wie du ankommen kannst in deinem System. Auch dazu lädt dich diese Energie jetzt ein. Dieses
ankommen, wieder Freude finden, die Bewusstheit für dich finden, damit du dort dann in die richtige Richtung wieder gehen kannst. Wunder, 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 wunderschön. Was ist die Hauptenergie? Und das fand ich großartig. Die Hauptenergie ist wirklich so dieses der Magier, die glückliche Gans, dieses, du wirst jetzt wieder an einen Ort gehoben, wo du mit deinem Magierstab schauen kannst, was du erschaffen willst. Und das ist einfach ein purer Neuanfang. Und da haben wir das Kind, was sich drüber gelegt hat, auch mit der 13. Und ich habe tatsächlich auch energetisch wahrgenommen, dass seit Sonntag, den 13., auch wieder so ein paar Tore aufgegangen sind, die wieder so neue, frische Kreativität und so weiter hineinbringen, genauso wie das Kind jetzt eben gerade auch. Und wo es darum geht, die Bastelsteine und die Baustückchen, die es jetzt braucht, dein neues Fundament, dass du dir jetzt einsammeln darfst. Und du siehst, der Magier auf dieser Karte, der ist noch relativ ruhig. Er hat einen Schmetterling da, der damit schwebt. Also die Transformation findet statt, aber auf eine, ja, ich würde sagen, ruhige Art und Weise. Die Gans ist mit, die dich unterstützt, da auch einfach ja in dem Herzraum zu öffnen, das Glück zuzulassen, dir zu erlauben, anzukommen. Und wir haben den Magierhut, der auch immer weiß, wo er hingeht, der ist ein bisschen durchsichtig. Das ist ja noch das Fundament, was jetzt neu erstellt wird. Ja. Und du als Magierin hat einmal die Hände, die Augen geschlossen und verbindet jetzt einmal diesen Bereich mit dem Bereich, der jetzt neu kommen will. Also die Innenschau mit dem, wo du das System dann nach außen hin ausrichtest, damit dein Hut jetzt auf diesen neuen Platz landen kann, um dann das Fundament stabil zu erstellen. Wunderschön. Ja, warum? Weil die Welt dreht sich. Die Welt wird jetzt einfach neu. Es wird jetzt hier einfach ein neuer Zyklus eingeleitet. Es geht auch tatsächlich darum, den Zyklus, den alten zu beenden, um hier wirklich ins Glück einzutauchen und etwas Neues zu erstellen und hier wirklich zu merken, dass du die Schöpferin bist, die in der Hand hat, was sie denn kreieren und was sie denn erstellen möchte. Also da auch wieder diese klare Ausrichtung von deinem System. Wo will ich überhaupt hin? Was will ich überhaupt erleben? Und nimm das als du musst nicht morgen gleich alles schon bombig fest haben, sondern nimm das als Prozess, dass du in dieser Zeit jetzt einfach Step by Step deinen Weg findest. Hör auf deinen Körper zu, hör zu, was dir deine Seele sagen will. Geh immer wieder in die Innenschau, geh immer wieder in die Ruhe und überprüf in deinem System, ob das, was jetzt gerade passiert, stimmig für dich ist. Fühlt sich das gut an? Willst du das so oder nicht? Darfst du irgendwo wieder die Richtung umschlagen? Darfst du dich vielleicht neu entscheiden? Auch wenn du erst vielleicht vor 2 Wochen entschieden hast, dass das jetzt so ist und kommst jetzt drauf, doch nicht so richtig die Richtung, dann darfst du umlenken. Wir sind ermächtigte Wesen, die jederzeit, jede Sekunde neu entscheiden dürfen und das ist wunderschön. Und weil ich das jetzt gerade im Mentoring gehabt habe, das letzte Mal, dieses, was ist Entscheidung überhaupt? Wir haben jederzeit, also nicht was ist Entscheidung, sondern wie entscheide ich überhaupt? Wir haben jederzeit die Möglichkeit, Ja oder Nein zu sagen. Und viele glauben, es gibt auch ein Vielleicht. Aber wenn wir uns das anschauen und wenn wir schauen, okay, was gibt es überhaupt, dann kommen wir relativ schnell dorthin, dass wir sagen, im Moment gibt es nur ein, möchte ich das jetzt, will ich das jetzt, sage ich dazu Ja, committe ich mich dazu, gehe ich da diesen Schritt, dann ist es ein Ja oder Nein. Und auch ein Vielleicht oder vielleicht später oder Ja, aber später, dann ist es ein Nein, jetzt nicht. Das heißt, wir haben einmal Ja, wo wir uns entscheiden und zweimal Nein, weil auch eine Nichtentscheidung ist die Entscheidung zum Nein. Dass wir das einfach mal klar haben, ja, dass wir auch die Themen, die mit uns so mitschwingen, wenn es jetzt nicht die Priorität für mich hat und wenn ich mich jetzt nicht dazu entscheide, dann ist es jetzt ein Nein. Und damit dann auch konform gehen, dass es ein Nein ist im Moment. Und mir auch überlegen, will ich, dass es jetzt ein Nein ist in dem Moment. Weil wenn ich nicht möchte, dass es ein Nein ist, dann bin ich nicht in der Entscheidung richtig drinnen, dann darf ich ein Ja dazu sagen. Ja, also wenn sich das nicht richtig anfühlt, dann unbedingt mit dem Ja weitergehen. Ja, und das Ja auch so ernst nehmen, dass man dafür auch natürlich geht. Wenn man Ja sagt zu sich, zu einer Situation, zu einem Menschen, was auch immer, dann ist es ein Ja für diesen Moment. Heißt aber nicht, dass der nächste Moment natürlich nicht wieder umentschieden werden kann. Also so frei sind wir einfach, das darf uns bewusst sein, aber es darf uns auch bewusst sein, dass es nur Ja oder Nein gibt. Und wir entscheiden auch nicht, was ist in 2 Wochen. Wir können im Hier und Jetzt nicht entscheiden, was ist in 2 Wochen. Wir können hier und jetzt nur entscheiden, was will ich jetzt. Und auch wenn ich für Kinder eine Schule, ja, weil das kommt dann immer wieder so als Beispiel, auch wenn ich für Kinder eine Schule plane, ja, natürlich, wir haben ein System und mit diesem System, dann entscheide ich mich jetzt, wo will ich hin, dass mein Kind hingeht. Wenn aber irgendwas in diesen 2 Jahren, bis das Kind irgendwo bei der Schule angemeldet ist, mir dazwischen kommt, wo ich sage, die Entscheidung passt nicht mehr, dann schaue ich ja da jetzt, wo ich bin, dass ich dann wieder eine neue Entscheidung treffe und mein Kind woanders hingebe. Das heißt, wir treffen nur jetzt die Entscheidung für jetzt.
Was wir dann brauchen jetzt ist die Anmeldung, dass das Kind in 2 Wochen, in 2 Jahren dorthin gehen kann, meinetwegen. Ja? Aber wir entscheiden jetzt, was wir jetzt brauchen, was wir jetzt sehen, was wir jetzt entscheiden können, wo wir jetzt das Angebot haben. Ja? Und so ist das mit allem, kannst du das sehen. Ja, also es gibt einmal eine Ja-Entscheidung, für die gehe ich auch, bis ich mich umentscheide. Und es gibt eine Nein-Entscheidung, für die gehe ich, bis ich mich umentscheide. Ja, weil auch ein Nein kann ich akzeptieren und somit wird die To-Do-Liste in meinem Kopf einfach klein und ruhig. Mache ich das nämlich nicht und glaube, ich kann die ganze Zeit in so einem vielleicht und ja, ich entscheide mich, in 3 Tagen schaue ich mir das dann an, ja, dann ist das sowas, was mitschwabert die ganze Zeit in unser System und wir das im Hinterkopf haben und dann füllt sich immer mehr der Kopf einfach auf und irgendwann explodiert das Ganze dann, ja, weil wir dann einfach überlastet sind, weil wir dem auch nicht den Raum geben, einfach mal ein Nein zu sein. Ja, wenn wir wirklich mit unseren Sachen gehen, die ein Ja sind und die tun wir dann einfach auch Step by Step, dann haben wir eine viel, viel klarere und viel ruhigere Bahn und gehen da einfach auf eine ganz andere, geschmeidige Art und Weise, als wenn ich immer glaube, ich muss einen ganzen Berg mitschleppen, der noch nicht erledigt sein kann, weil ja die Entscheidung bei Nein ist. Wenn ich mich aber entscheide und sage, okay, nein, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, dann ist jetzt auch nicht der richtige Zeitpunkt, das heißt, es darf auch aus meinem Kopf heraus als Nein jetzt einmal abgelegt werden, hinten irgendwo und kommt dann, wenn es einmal wieder sein sollte, zu einer neuen Entscheidung und erst dann, wenn es ein Ja ist, gehe ich damit. Einfach nur so viel dazu, das ist auch diese Ausrichtung nach vorne, dass ich meinem System auch ganz klar sagen kann, wo will ich überhaupt hin, wofür bin ich jetzt bereit, was möchte ich erleben und was lasse ich jetzt eben gehen, wie kann ich auch meinen Haushalt quasi klar halten in meinem System, ja? Wie kann ich auch mein System klarer halten, damit es für mich leichter geht. Und das ist jetzt total schön, weil es geht wirklich auch darum, jetzt auch die Zeit zu finden, in Ruhe hinzusehen und das einfach mal blühen und feiern zu lassen. Auch zu wissen, dass diese karmischen Geschichten, die mich da lange belastet haben, die immer mal wieder mitgekommen sind, auch einmal zur Ruhe kommen dürfen und dann auch einmal erledigt sind in meinem System. Und dass es da einfach auch Zeit braucht, diesen ruhigen Zustand für sich auch zu integrieren und wahrzunehmen. Das heißt, auch da bist du eingeladen, mal die positive Seite zu sehen davon, von den Dingen, die wir mitgebracht haben, die einfach da sind, wie sie sind und dann wie so Luftballons auch hinaufsteigen zu lassen und vielleicht das ein oder andere auch einfach mal abzugeben. Da habe ich auch eine wunderschöne Loslassübung mit Luftballons. Ich glaube, die werde ich dann auch einmal als Meditation hier hereingeben, beziehungsweise als Drausreise, dass ihr die auch machen könnt, einfach dieses Loslassen, weil es mir jetzt gerade so kommt mit den Luftballons. Ja, und da dann einfach wirklich schauen, okay, ja, und kurz für diejenigen, die schon wirklich mit ihrem System arbeiten, da einfach schauen, dass du wie das so Bläschen oder wie Luftballone, die so schweben, wo du einfach diese alten Geschichten, die da noch so herumschwirren, vielleicht einmal aufsteigen lässt und die Emotionen wie Tropfen heraustropfen lässt, das so in so kleine Schalen hinein, die du dann aus deinem System begleiten darfst, ja, und der Luftballon steigt hoch und dann wie eine Sonne, die das oben zum Zerplatzen bringt und so diese transformativen Funken noch so aufnimmt und dann in diesen Strahlen, in diesen Sonnenwind, in alles Mögliche, in eine, ja, Sternenexplosion, was auch immer, wie du das dann siehst, eine transformative Geschichte annimmt, wegbringt und einfach zum Leuchten bringt, was da vielleicht noch nicht ganz sonnig war. Ja, weil hier einfach die Strukturen, und das ist das, was ich am Anfang schon gesagt habe, da haben wir die 5. Kelche, da waren eben mit diesem Alten, dass man wirklich noch erkennt, okay, das ist jetzt alt, und dazu sage ich jetzt auch, ja, ich erlaube mir, den Erfahrungsschatz daraus zu nehmen, aber nein, ich werde nicht mehr meine alten Leben oder meine alten Erfahrungen in meinem System erlauben, jetzt hier durchzuleben und zu leben und zu leben und immer wieder diese Radeln zu integrieren und wieder neu zu erfahren von Themen, die schon durchgekaut wurden, wo mir einfach dieser Erfahrungsschatz noch gefehlt hat. Auch da helfe ich dir sehr, sehr gerne auf deinem Weg. Ja, also wenn du da merkst, da ist irgendwas, wo du stehst, bitte melde dich einfach gerne bei mir. Auch unten in der Infobox hast du meine Daten. Also hier auch das, was man nicht sieht, einfach mal zu spüren, mal zu wahrzunehmen. Hier haben wir eine sehr schöne Karte, weil die Frau trägt 2 Blüten schon in der Hand. Sie hat 2 Blüten schon in der Hand und richtet sich aber jetzt nach 3 Blüten, die so untergegangen scheinen. Und da kommt jetzt gerade durch, es geht darum, das zu vereinen, nämlich das, was
dir schon Freude gebracht hat, das, was für dich Freude ist und das, was du jetzt erreichen willst. Und da darfst du so wie diesen Schutz drauf halten, dass das, was kommt, dass das, was jetzt neu kommen will, dir Freude bringen wird und das einfach nur ein Zyklus ist, der zu Ende gehen will, das einfach wie eine Neugeburt, ja, das Alte sagt ab, damit dann wie die Seerosen neue Blumen entstehen vorne, ja, wo du dann einfach diese Richtung gehst und wieder neue Freude im Leben findest und dass du das Alte da gar nicht mehr brauchst, weil das Alte einfach schon ausgedient hat an dieser Stelle. Und da kommen auch die Neun der Kelche, die dich dabei unterstützen, jetzt auch zu sehen und deinen Weg zu gehen und auch neu aufzubauen für dich in deinem System, damit du die Fruchtbarkeit und die Früchte des Lebens und der Gefühle auch wieder für dich annehmen und fließen lassen kannst. Ja? Und da sagt auch der Herrscher von unten noch einmal mit der Spiritualität, es geht wirklich darum, alte Festen jetzt einfach loszulassen, damit diese neue Flut für dich und deinem Leben auch ankommen kann. Wunderschön, nutz diese Energie und richte dich dorthin aus, was dir in deinem System, wo du das Gefühl hast, das ist jetzt etwas, wo du hingehen möchtest, das ist jetzt etwas, wo du deine Schwingung hinlenken möchtest, das ist jetzt etwas, wo du deinen Fokus hinlenken möchtest, diese Richtung willst du jetzt gehen, bei manchen schon stärker und manche werden es im Laufe des Weges auch erst sehen und das ist okay. So, dann kommen wir jetzt schon gleich zu den Sternzeichen-Impulsen. Und da haben wir jetzt beim Widder kommen die Blumen und die Neuen. Und da geht es tatsächlich um eine Vollendung und es geht darum, dass jetzt aus einer Situation, die vielleicht ein bisschen wie eingefroren war, dass da jetzt wie, na, da haben wir Steine unten und da kommt aber jetzt ein wunderschöner Blumenstrauß heraus und beleuchtet eine Höhle. Also da geht jetzt ein neuer Weg auf, aus einer Höhle heraus, wo wirklich wieder alles beginnt zu leuchten um dich herum und so eine friedliche, wunderschöne, freie, erfrischende Energie in dein Leben Einzug halten will. Wunderschön. Was haben wir bei den Fischen? Und die Fische haben den Fuchs mit. Und der Fuchs steht hier mit seinen Elfchen in einer wunderschönen Blumenwiese und schaut den Elfchen zu. Und in dem Fall nehme ich wahr, dass das so ein männlicher Fuchs. Man sagt ja, die männlichen Füchse haben einen buschigeren Schweif als die weiblichen Füchse. Also ich gehe davon aus, das ist hier jetzt ein Männchen. Wo es um die Eins geht, es darum, dich in die Stabilität mit der Vier zu bringen und gesamt mit der Fünf diese Liebe und diese Heilung in dir anzunehmen und somit diese Angst davor, nicht bestehen zu können oder irgend sowas kam jetzt gerade mit, zu überwinden und zu erkennen, dass du ein einzigartiges, wundervolles, kraftvolles, starkes Wesen bist. Der Fuchs ist immer so ein Kraft, der das sagt, ich zeig dir den Weg und du brauchst gar keine Angst davor haben, dass du irgendwas nicht siehst oder dass du irgendwas nicht bestehst, weil du ein großartiges Wesen, also der erinnert dich an deine Größe, weil du ein großartiges Wesen bist und sagt dir auch, du darfst erkennen, wenn irgendetwas auf deinem Weg liegt, was dir nicht dienlich ist, und das siehst du dann auch. Also du brauchst gar nicht den Fokus darauf wenden, sondern erlaub dir auch da die Entscheidungsfreiheit zu haben in dem Moment, wenn das ist und dass du gar nicht darauf dich fokussieren musst, was da alles passieren könnte, sondern leb dein Leben, mach dich groß, geh in die Atmung hinein. Ja? Du wirst hier einen großartigen Pfad mit dem Fuchs gemeinsam erleben und getragen sein. Dann haben wir die Stiere und bei den Stieren haben wir jetzt die 22, da geht es wirklich darum, dass Tore geöffnet werden, dass neue Wege bestritten werden, dass du hier ankommen kannst. Das ist auch so diese Erlaubnis, mal wirklich auf dieser Erde zu wandeln und das Potenzial von oben noch herunter zu ziehen. Ja, und da haben wir Mond und Sonne gleichermaßen und das heißt nicht, dass du dich für Mond und Sonne entscheidest, aber es heißt doch, dass du belichten darfst, kam jetzt, ja. Welchen Weg wählst du denn normalerweise? Teilst du vielleicht noch ein in Licht und Schatten? Hast du vielleicht noch dieses Schwarz-Weiß irgendwo in deinem System? Und da geht es darum, dass du diese Wege verbindest miteinander und erkennst in deinem System, dass alles gleichermaßen vorhanden ist und dich beides, dass du mit beiden in Verbindung gehst, um damit die Stabilität in dir wieder zu erfahren. Wunderschön. Die Zwillinge, was haben die Zwillinge für einen Impuls? Und da geht es um das Schiff, da geht es um die Drei, da geht es um die Kreativität, da geht es um die Lebensfreude, da geht es darum aufzumachen, die Schöpferkraft einzugehen, im Dunkeln ein Licht, sich sein Licht zu leuchten, sich mal von einer abenteuerlustigen Seite zu sehen und da wirklich einmal seinen Lebensplan auch zu spüren und einfach den Weg, am Weg anzukommen. Am Weg anzukommen, der Weg ist in deinem Fall das Ziel. Wunderschön.
Die lieben Krebse. Bei den lieben Krebsen haben wir die 3, 6 und gemeinsam die 9, wo es darum geht, in der Schöpferkraft anzukommen, sich liebend, nährend wieder zu fühlen, wie der Engel, der nicht gebrochen, nicht abgestürzt wieder hier auf der Erde ankommen will, um sich aus diesen alten Strukturen zu befreien, um dieses Leben nicht mehr als Belastung anzusehen, sondern zu erkennen, was alles als Botschaft der geistigen Welt und als Richtung vorgesehen wurde für dich, um diesen Zyklus zu beenden. Und da haben wir jetzt eine Feder da sitzen, die schaut ein bisschen aus, wie wenn sie jetzt den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen wird. Hinter ihr ist das Kreuz, also und irgendwie ist das noch so ein bisschen gedreht. Ja, und da vielleicht in diese Forschung hineingeht, dass du schaust, aha, was ist das überhaupt, was hinter mir steht? Habe ich das vielleicht als Belastung wahrgenommen? Aber vielleicht ist das gar nichts, was eine Belastung sein muss, sondern vielleicht kann ich darauf einfach irgendwas Eingeritztes finden, was mir dann wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubert, weil ich merke, ah, da ist etwas, da ist etwas, um was es geht, oder da ist etwas, was schon vergangen ist, aber etwas, wo schon wieder eine Freiheit drinnen steht und wo ich das als abgeschlossen wahrnehmen darf und als Richtung, wo ich mich dann, wo ich dann einfach hingehe in meinem Weg, aber ich muss hier nicht mehr verharren an dieser Stelle, sondern ich sehe dann ganz genau, wenn ich mich mal umdrehe, um was es geht. Wunder, wunder, wunderschön. Was haben wir bei den lieben Schützen? Und bei den lieben Schützen haben wir die 10. Da geht es um dich und um dich, diesen Neuanfang auch zu schaffen. Und da haben wir die Sensen liegen. Das heißt, es geht wirklich darum, aus alten Verletzungssituationen auch auszusteigen und die Ernte, die du daraus gewonnen hast, zu sehen und nicht mehr das, was vielleicht, wo es vielleicht ein schneidendes Erlebnis war, sondern die umgedrehte Seite zu sehen, ja, und wieder wirklich hier auch diese Ernte, die du daraus, den Erfahrungsschatz, so wie ich vorher gesagt habe, auch wirklich für dich anzunehmen, weil das wird, da wirst du dann deinen Neuanfang auch drinnen sehen, beziehungsweise da wirst du einfach in diesen Neuanfang gehen und deine neuen Schritte wagen. Wunder, wunderschön. Was haben wir bei den lieben Steinböcken? Bei den lieben Steinböcken haben wir den Schlüssel. Und zwar die 3-3, die 33. Das heißt, es geht auch übergeordnet darum, dass du jetzt den Impulsen folgst, die fürs Kollektiv auch hier wichtig sind und deine Schöpferkraft, deine Kreativität, deine Schaffungskraft, deine Umsetzungsenergie auch hier jetzt für dich einsetzt, aber auch für andere. Du hast halt zweimal die 33 zusammen, wieder die 6 in deinem System, wo es wieder um den liebenden Geist, wo es um die sanfte Mutter geht, wo es darum geht, wieder den Schutzengel in dir auch zu integrieren, aufzumachen und diese Tore, wo du vielleicht verschlossen hast, wieder zu öffnen, damit die Farbe wieder in dein Leben zieht und in dein Leben geht und sich auch wieder mit dem Kollektiven verbindet. Vielleicht hast du eine Zeit lang dich auch vor deinen Aufgaben ein bisschen zurückgezogen, weil du für dich sein wolltest und jetzt geht es darum, dieses Tor wieder zu öffnen, damit hier wieder alles für dich fließt. Wunder, wunder, wunderschön. Was ist beim lieben Skorpion? Da haben wir die 19, da haben wir den Turm. Und da geht es darum, dich selbst in der Vollendung tatsächlich zu sehen und wahrzunehmen und dich nicht mehr als eingesperrtes Wesen zu erleben, sondern oben in den Turm einmal die Fenster zu lüften, aufzumachen und zu schauen, was rundherum denn überhaupt alles möglich ist. Ja? Wir haben da, das schaut so ein bisschen aus wie so ein Rapunzelturm, nur ist da kein Rapunzel drinnen bei den Fenstern, sondern da ist einfach keine Tür unten und oben nur halt dieses, ja, wie so ein Pfeil nach oben, ja. Und jetzt geht's daraus, wie einen Weg aus diesem Turm zu finden, ja, dass du aus, vielleicht hat sich der ein oder andere auch ein bisschen isoliert, weil die 1 und die 9 heißt jetzt auch wieder die 10, also wieder einen Neuanfang für sich finden und diese Schritte gehen. Und vielleicht heißt das, dass man wirklich mal oben lüftet, einfach mal auch im Kopfbereich durchlüftet, einmal die alten Gedanken ziehen lässt, einfach mal runterziehen lässt. Übrigens ein ganz ein wichtiger Punkt, ja. Ich habe gehört, dass ja viele behaupten im Moment, man kann sich nicht mehr transformieren mit der Erde, dass das über die Füße nicht mehr geht, das geht sehr wohl. Ja, stell dir einfach vor, wie du unten bei den Füßen so ein Klapperl aufmachst und einmal den ganzen Schlack aus deinem System herunterrinnen lässt, herauslaufen lässt aus deinem System und dann wirst du spüren und sehen, dass da wieder einfach neue Energie von oben durchfluten kann. Ja, und das ist ja auch dieses, mach hier mal die Gedanken, lass die runter, ja, und mach da oben frei, dass du die Fenster öffnen kannst und dann grapsel einmal da heraus aus dem Turm und stell dich da oben hin und schau mal, dass du, was für einen Blick du einrichten willst, in welche Richtung willst du hin.
Und dann hast du da die Feen, also wenn du selbst das Gefühl hast, du hast noch keine Flügel, dann dürfen dich die Feen da einfach tragen, wie Tinkerbell, die da dann so einen Zauberstab drüber, dich mit Zauberstab überschüttet und dir hilft, hier dann wirklich einfach auch wieder zu fliegen. Wunder, wunder, wunderschön. Ja, sehr cool. Was ist bei den lieben Wagen? Bei den lieben Wagen haben wir die 18, da haben wir den treuen Hund, die Loyalität, die Selbstliebe, und dies jetzt geht, sich selbst in der Fülle auch anzunehmen, sich selbst in der Stabilität anzunehmen, sich selbst auch als machtvolles Wesen, als machtvolles, volles Wesen zu sehen und sich liebevoll zur Seite zu stehen, damit diese neue, diese Vollendung, diese Heilung im hohen Sinn jetzt wirklich auch stattfinden kann. Und das ist eine ganz, ganz liebevolle Geste da auch vom Hund, und der mit absoluter Loyalität sich selbst hier auch wiederfindet. Ja, also wirklich auch diese anlehnende Energie. Ja, du bist hier nicht allein und darfst dich wirklich nach der Fülle des Lebens ausrichten. Wunder, wunder, wunderschön. Du liebe Jungfrau, was ist bei den lieben Jungfrauen los? Da haben wir die 35, den Anker. Mit der 3 auch wieder die Schöpferkraft, also wir haben ja ganz viel Schöpferkraft, das war schon sehr, sehr viel mit 3, mit Kreativität, mit Power, mit Schöpferenergie, aber auch mit der 5, ja, und zusammen hier dann die 8, ja, wo es darum geht, jetzt wirklich in die Schöpferkraft einzutauchen, dich als ja, beschützt und als klare Abenteurerenergie auch wieder wahrzunehmen, um in der 8 in deiner eigenen Macht, in deiner, ja, in deinem Genuss, in deiner Power hier einzutauchen, anzukommen und das zu verankern für dich in deinem Leben und nicht zu glauben, dass das immer weiterzieht, sondern einmal zu spüren, dass du hier ankommen darfst, tatsächlich auf dieser Erde, in diesem Erleben, weil es darum geht, um was es geht. Du darfst hier ankommen. Das Schiff will wir nicht mehr vorbeiziehen mit deinem Lebensplan, weil auch das Schiff mit der 3 steht für den Lebensplan für mich, sondern das Schiff will einmal ankommen. Das heißt, du darfst mit deinem Anker, mit der Fee, jetzt das Schiff auch rufen und sagen, komm jetzt hier an, du darfst hier ankommen. Ja, du darfst dich hier jetzt wirklich erleben oder einen Platz suchen, wo es verankern kann. Aber es geht jetzt wirklich darum, den Anker zu legen, damit du ankommen kannst in deiner Macht, in deiner Fülle, im Erleben hier auf dieser Welt. Wunder, wunderschön. Was haben wir bei den lieben Löwen? Jetzt auch zum Neumond Löwen, und da geht es um Stabilität, da geht es um das Haus, da geht es darum anzukommen, da geht es darum, ja, die Herzchen auch vor den Fenstern wieder zu sehen. Ja, da sind Herzchen auf den Fenstern, total schön. Und die Dichte und die Größe deines Hauses wahrzunehmen, weil das ist ein bisschen versteckt hier drin, ja. Das heißt, du nimmst jetzt überhaupt einmal dein Haus innerlich wahr, du kriegst es jetzt wahr und dann lässt du es in die Größe wachsen und machst daraus wirklich so einen riesigen Palast, wo dann auch wieder alles aufgehen darf, die Fenster auch aufgehen dürfen, gelichtet werden und, wo du wieder in diese Stabilität, nicht in die versteckte Stabilität, sondern in die große, machtvolle Stabilität eintauchen darfst, die dann wirklich dieses Fundament für dich bildet und dich auch hält in dieser neuen Welt. Wunder, wunderschön. Last but not least haben wir jetzt die Wassermänner. Du lieber Wassermann, bei dir geht es ums Herz, bei dir geht es um die Liebe, bei dir geht es darum, in Verbindung mit deiner Stabilität zu gehen, um dich dann wieder als dieses nährende, wunderschöne, nicht gefallene Wesen zu sehen und jetzt zum einen natürlich auch zu genießen. Ja, das Herz steht natürlich auch für die Liebe, genießen in der im Zusammensein natürlich, ja, auch ein Nestchen bauen vielleicht, wenn man das sieht, die sitzen auf so einem Nestchen drauf, aber es heißt vor allem auch, dich selbst in deinen weiblichen und männlichen Aspekten wahrzunehmen und das wieder als Freude des Lebens zu sehen und dadurch dann auch diese Mauer zu überstehen, die da jetzt gebildet war, vielleicht, das war vielleicht wie so ein geschlossenes System, da wieder aufzumachen, zu lichten, damit jetzt auch wieder dein Herz sich erweitern kann, es weitergehen kann, du wieder auch die Power hast, mit deinem Herzen nach draußen zu scheinen und dir wirklich zu erlauben, was dein Herz jetzt alles erleben will. Also es geht um ganz viel Herzkraft, die du erleben willst auf dieser Welt. Na gut, ich freue mich, wenn ich von euch etwas höre. Ihr könnt euch jederzeit auch bei mir einen kostenfreien Erstgesprächstermin ausmachen, wo ich einfach mal mit euch so schaue, plaudere, euch kennenlerne.
Und ja, und wir da einfach schauen, ob überhaupt eine Reise mit uns beiden gemeinsam möglich ist. Und dazu habe ich einen Online-Terminplaner unten in der Infobox, siehst du die Links. Ich weiß nur, ich habe jetzt gehört, mit YouTube werden die Links weggemacht, deswegen blende ich jetzt einfach nur mal meine Website ein. Geh einfach gerne auf meine Website, dort hast du alles, was du brauchst, aufgeschlüsselt, du kannst mich jederzeit kontaktieren. www.derwegzudir.at, jeweils mit Bindestrichen dazwischen, du siehst das eh. Also ich wünsche dir jetzt eine wunderbare Transformierung. Neumondenergie und ganz viel schaffen, transformieren auch über die Erde runter und dich ausrichten zu dem, was du willst und was du erleben willst, jetzt damit dein System aufmacht und sich freut, schon diesen Weg zu finden mit dir. Super, bis dann. Ich wünsche es dir und du erlaubst es dir, jetzt deinen besten Weg für dich zu finden. Bis dann, Papa.